Willkommen zum Tagessegen. Heute feiert man in der katholischen Welt das Schutzengelfest und liest dabei aus dem Matthäusevangelium, 18. Kapitel. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Das ist so ein herzlicher, herziger Gedanke, dass die, die klein in dieser Welt sind, die Kleinen, nicht nur die Kinder, sondern wie viele Menschen fühlen sich klein, minderwertig, nicht gesehen, wenig behütet, dass jeder Einzelne eine direkte Verbundenheit mit Gott hat. Denn was sind Engel? Engel sind Gedanken Gottes, die flugs beim Menschen sind, darum haben die Flügel. Und Gott geht mit seinen guten Gedanken zu jedem Menschen hin. Das Schutzengelfest heute ist für mich ein Behütungsfeiertag. Du bist behütet, der Herr segne und behüte dich. Er begleite dich und er geht mit dir auf den Weg, und zwar höchstpersönlich. Jeder hat seinen Schutzengel, seinen Schutzgedanken, der von Gott alle Zeit ins eigene Leben hineingesprochen wird. Du bist mein. Ich habe dich in meine Hand geschrieben, spricht Gott auch zu dir. Es segne sie, Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.